Als Pokémon-Kartensammler freut man sich natürlich immer gerade darüber besonders, dass die Karten mit der Zeit im Wert steigen. Manchmal kann es aber auch dazu kommen, dass die Karten am Wert verlieren. Und 5 solcher Karten werde ich euch heute vorstellen. Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu keinem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen trotzdem die Perspektive, denn ich zeige euch heute 5 Karten aus meiner Sammlung, die im Wert gefallen sind. Und ohne weitere Zeit zu verzögern, kommen wir auch gleich zur allerersten Karte. Wir haben hier Zamazenta Gold aus Schwert und Schild Base. Die Karte, die ich aus meinem allerersten Booster des gesamten Zyklus gezogen habe, und holy moly, die Reaktion war krass. Und diese Karte war während des Pokémon-Karten-Hypes von 2021 ungefähr 100 Euro wert. Und natürlich, es ist nur ein Hype, die Preise sinken wieder ab. Allerdings auch vor dem Hype war die Karte schon zwischen 50 bis 100 Euro wert. Heute hat sie sich mit einem Wert von gerade mal so 50 Euro eingependelt, was immer noch eine Menge Geld ist. Das will ich euch gar nicht irgendwie vermiesen. Aber natürlich ist das ein Wertverlust von ungefähr, ja, ich kann kein Mathe, was zur Hölle. Nichtsdestotrotz mag ich diese Karte einfach unglaublich gerne, weil es eben mein allererstes Booster aus dem ganzen Zyklus war. Und ich glaube, ohne Witz, Leute, sowas wird mir nie wieder passieren. Seit bei meinem ersten Booster Karmesin und Purpur auf jeden Fall dabei. Dann haben wir als nächstes eine Karte, die ich noch gar nicht so lange in meinem Besitz habe. Und zwar erst seit Silberne Sturmwinde die Regel ist von Lugia V alternativ. Und kann ich mal kurz darüber reden, dass ich dieses Matte von diesen Hüllen total hasse. Das Cleane, das von früher aus dem Sonnen- und Mondzyklus, fand ich viel besser. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist eine wunderschöne Karte. Sehr, sehr wertvoll. Damals, als ich sie gezogen habe, zum Zeitpunkt knapp nach Release des Setes, also so ungefähr eine Woche nach Release, ungefähr 300 Euro wert und damit automatisch unter meinen wertvollsten Pokémon-Karten. Kleiner Spoiler, so ein Video werdet ihr im März wieder bekommen, wo ich euch meine wertvollsten Pokémon-Karten zeige, und glaubt mir, da hat sich einiges verändert. Und mittlerweile ist der Wert um etwa 80 Euro auf 220 gefallen, was etwa noch eine ganze Menge Geld ist. Klar, auf jeden Fall. Ich meine, wer hat 220 Euro mal eben einfach so rumliegen? Aber natürlich ist es natürlich ein ordentlicher Verlust. Und ich denke auch gerade jetzt mit dem Release von ein paar neuen Sets wird sich der Wert auch noch weiter verringern. Ich schätze mal, er wird vielleicht so auf 180 bis 200 absinken. Allerdings dann im Laufe der Zeit auch wieder steigen, wenn dieses Set älter wird und out of print ist. Dann haben wir hier als nächstes eine Karte aus dem Set Welten im Wandel. Und Welten im Wandel hat es sogar zweimal in die Liste geschafft. Das erste Mal hier mit Pikachu Character Rare. Und hier seht ihr, was ich mit dem Cleanen meinte. Es kommt halt einfach sehr viel besser rüber, muss ich einfach mal sagen. Und Pikachu war schon seit einer Zeit, als das Set damals neu war, bei ungefähr 16 bis 20 Euro. Das ist jetzt, ich mag mich irren, ich beziehe mich auf Erinnerung in diesem Fall. Aber während des Pokémon-Karten-Hypes von 2021 ging die Karte auf bis zu 45 Euro hoch. Und das ist für eine Character Rare ziemlich, ziemlich krass. Ich glaube sogar, es gibt bis heute keine normale Character Rare, die das überbieten kann. Mittlerweile ist der Wert wieder etwas gesunken, wenn auch gleich immer noch über dem Normalwert von damals. Ungefähr 30 Euro ist die Karte heute wert. Und ich bin mehr als froh, dass ich sie in meinem Besitz habe, und ich bin auch mehr als froh, dass ich mich damals entschlossen habe, die ganzen Character Rares alle zusammenzubekommen. Es geht jetzt mit Karmesin und Purpur, aber auch schon mit Zenith der Könige in die Art Rares über. Und holy moly, wenn die weiter so machen, da habe ich echt eine ganze Menge zu tun. Dann haben wir nochmal Welten im Wandel, und dieses Mal haben wir hier eine Trainer-Holo-Karte, die ich mal ganz kurz aus ihrer Hülle befreien werde, damit ihr sie vernünftig seht.
sehen könnt. Wir haben hier die Rosi und erstens mal, ich will das Sonne- und Mond-Holofoil zurück. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mir das zurückwünschen würde, aber ich wünsche es mir tatsächlich zurück. Es kommt halt einfach mega nice zur Geltung, gerade jetzt hier auf der Kamera, ihr könnt es sehen. Rosi hat übrigens auch eine Full-Art-Karte in Welten im Wandel bekommen, die ich bis heute für meine Waifu-Sammlung gerne haben möchte, aber bisher nicht besitzen konnte. Nichtsdestotrotz soll es um diese Karte gehen. Und ja, was glaubt ihr? Ihr könnt ja jetzt mal kurz auf Pause machen und schreiben, was ihr glaubt, was diese Karte früher mal wert gewesen ist. Ihr wisst, was Holokarten so ungefähr gehen. Und jetzt, ja, 10 Euro! 10 Euro war diese Karte mal wert und das erklärt sich mit ihrer damaligen Spielbarkeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich in dem Meta überhaupt nicht drin bin, ob diese Karte immer noch spielbar ist oder ob es heutzutage eine vergleichbare Karte bekommt. Aber ja, 10 Euro war diese Karte mal wert, 1,75 ist sie jetzt noch wert, das ist echt ordentlich. Dann haben wir eine Karte, die ich garantiert niemals vertauschen werde. Und zwar, wir haben das gegradete Glurak VMAX in Shiny Full Art, was wir an meinem Geburtstag 2021 aus einer Tinbox gezogen haben. Und es ist einfach nur krass gewesen, muss ich sagen. Meine Reaktion war damals absolut insane. Damaliger Wert am Tag meines Geburtstages, das weiß ich doch, weil ich es gleich im Anschluss an den Instagram-Livestream recherchiert habe, 360 Euro. Mittlerweile zwischendurch ordentlich abgeflacht auf teilweise nur 100 Euro, was meiner Meinung nach absolut peinlich ist für eine Karte von dieser Größenordnung. Mittlerweile hat sich der Wert wieder etwas erholt auf 150 Euro und ich spreche hier vom Nirmin-Zustand, nicht von der PGS 9, dazu konnte ich nichts Großartiges finden. Aber 150 Euro ist natürlich halt auch eine ganze Menge Geld, wenn ich mir so denke, dass ich von 150 Euro ein Display auf jeden Fall und noch eine Tintbox oder sowas kaufen könnte, dass man das vielleicht mal in Relation sieht. Hier haben wir Bailey, den Star des Videos und auch auf diesem Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von Bailey sehen wollt, dann abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal für mehr coolen Pokémon und gegebenenfalls auch Katzen-Content. Lasst gerne ein Like auf diesem Video da. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.